Ja, schon. Ich habe in dem Fall, wie gedacht, wie gesagt, ich wäre bei der Polizei beschäftigt, wäre im Dienst und müsste in dem Fall eigentlich nicht hier drinnen sein, sondern draußen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass das für Sie ein großer Schock war, in die Klinik zu kommen, zumal Sie ja sagten, Sie hatten gar nicht das Gefühl, krank zu sein. Wie haben Sie denn die Behandlung hier erlebt, am Anfang und im Laufe der Zeit, als es Ihnen dann besser ging? Also, es waren verschiedene Therapien, wo ich mitgemacht habe. Das war Sporttherapie, die sehr wichtig für mich war, weil ich gemerkt habe, das hat mir sehr geholfen. Dann Informationsgruppe und das ist, wo man dann in dem Fall über verschiedene, also über die Krankheit halt spricht. Dann SKT, soziales Kompetenztraining war das, was ich gemacht habe. Und das ist eigentlich, wo man dann in dem Fall mit anderen Menschen dann wieder so Kontakt aufnimmt oder wie man das lernen kann am besten. Was haben Sie denn in dieser Informationsgruppe über Ihre Krankheit erfahren? Also erfahren habe ich, dass es in verschiedenen Schüben wieder zukommen kann, dass man in diesem Fall wieder krank werden kann, dass die Medikamente hilfreich sein können oder sind und auch halt, dass man die verschiedenen Therapien machen soll. Das ist auch sehr hilfreich gewesen. Wie hilfreich die Psychiatrie geworden ist, wie weit die Kliniken von den ehemaligen Verwahranstalten und Irrenhäusern abgerückt sind, Zwangsjacken abgelegt und hilfreiche Therapien eingeführt haben, um dies zu zeigen, hat sich Eckhard Rüther nach Augsburg begeben. Seine Fragen, die sich um alle Bereiche einer modern konzipierten Klinik drehen, beantwortet Max Schmaus, der Chefarzt in Augsburg. Modern bedeutet zum einen eine Assoziation oder Verbindung mit den anderen Fächern der Medizin. Wir sind hier nur 100 Meter von einem Krankenhaus der Maximalversorgung mit 1500 Betten entfernt und haben alle Möglichkeiten der modernen Medizin auch im somatischen Bereich zur Verfügung stehen. Das reicht nun vom MRT über das CT bis zu nuklearmedizinischen Untersuchungen. Wir haben also alle diagnostischen Möglichkeiten zur Verfügung. Zum anderen bedeutet moderne Medizin eine Möglichkeit, alle neuen Behandlungskonzepte in die Behandlung der Patienten zu integrieren, sowohl psychotherapeutisch, soziotherapeutisch als auch psychopharmakologisch. Moderne Medizin bedeutet, psychotherapeutische Behandlungskonzepte auch störungsspezifisch Was heißt das Störung? Was für Störung? Störungsspezifisch würde bedeuten, dass wir spezifische Behandlungskonzepte für Borderline-Störungen haben, die sich von Behandlungskonzepten von Angststörungen oder depressiven Störungen doch unterscheiden und dass wir versuchen, für jede psychische Erkrankung auch störungsspezifische Behandlungskonzepte insgesamt durchzuführen. Das ist eine neue, ganz moderne Klinik. Kommen die Patienten lieber hier rein als in eine alte Klinik? Hat man so das Gefühl oder wie wird das akzeptiert? Ja, ich hoffe, dass die Patienten gerne hierher kommen. Die Tatsache, dass unsere Klinik sehr gut, man kann sagen, extrem gut belegt ist, mit einer durchschnittlichen Belegung über 100% über das Jahr gesehen, zeigt, dass unsere Klinik eigentlich sehr gut akzeptiert wird. Und wir haben sehr viele Rückmeldungen, dass sich die Patienten bei uns wohlfühlen und dass die Architektur unserer Klinik und die Atmosphäre unserer Klinik sehr gut angenommen wird. Ein wichtiger Grund, weshalb die psychiatrische Klinik in Augsburg so gut besucht ist, liegt in der Zuversicht der Patienten, durch die Kombination von psychologischen und pharmakologischen Therapien in ein normales Leben zurückfinden zu können. Professor Rüther vorstellen, der uns heute aus Göttingen besucht. Sie machen ja kognitives Training. Wie geht es Ihnen denn dabei? Ja, gut. Welche Übungen machen Sie gerade? Das ist gerade ein Vergleichs. Wie lange machen Sie denn diese Therapie? Seit 1,5 Monaten. Merken Sie einen Unterschied zum Anfang und jetzt? Also mir fällt es jetzt leichter, weil ich komme besser damit zurecht. Mhm. Wie wird er denn behandelt? Er wird mit Abilify behandelt, 15 Milligramm. Hat er das immer gehabt? Oder? Nein, Sie sind umgestellt worden. Vielleicht sagen Sie es selber, warum? Ja, ich bekam vorher Risperdal. Jetzt mit dem Abilify geht es mir auf jeden Fall besser. Was ist denn besser? Ich fühle mich lockerer, die Muskeln sind entspannter, ich kann besser das Alltägliche.
Machen. Machen Sie Sport auch? Ja. Was denn? Ich war letztes Wochenende beim Snowboardfahren. Und wie ging das? Ja, war gut. Besser als mit den vorherigen Medikamenten? Ja, vorher hatte ich gar nicht die Erlaubnis, weil ich eben noch so eingeschränkt war. Ah ja. Und wie geht es hier mit dem Denken? Ja, es läuft mir immer lockerer von der Hand. Und Sie machen viel richtig? Oder alles richtig? Das müssen andere beurteilen. Okay. Was sagt denn die Maschine? Die Maschine sagt, ich bin etwas über dem Durchschnitt. Aha. Und wie war das am Anfang? Ja, da war es noch so ein bisschen unter dem Durchschnitt. So effektiv die Wirkung von medikamentösen und psychologischen Therapien auch ist, Licht, Luft und Geborgenheit sind für den stationären Behandlungserfolg nicht minder wichtig. Wenn nämlich irrationale Ängste, Wahnvorstellungen und die Spaltung von Gefühl und Verstand jegliche Lebensqualität vernichten, braucht es eine angenehme Atmosphäre. Hier können die Patienten ein erstes Vertrauen finden, aus dem im Laufe ihres Klinikaufenthaltes eine realistische Hoffnung wachsen soll. Eben anders als in den somatischen Klinikbereichen, in denen die Behandlungsweisen nur auf Herz oder Nieren, auf Haut oder Knochen beschränkt sind, muss die Psychiatrie auf das seelische Empfinden vermehrte Rücksicht nehmen. Ähnlich wie in Augsburg ist auch die Architektur des Krankenhauses in Agathari den Bedürfnissen der Patienten angepasst. Dabei wurde besonders berücksichtigt, dass die Baulichkeiten auf das verletzte Seelenleben möglichst positiv einwirken. Eckhard Rüther befragt das Architekten-Ehepaar Hans und Christine Nickel, was sie zu dieser Form der Architektur inspiriert hat. Ich kenne ja aus meiner Jugend der Entwicklung ja Krankenhäuser, dunkle Burgen, lange Flure und so weiter. Und das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich habe mir immer die Frage gestellt, muss das so sein? Und wir haben uns dann selbst die Antwort gegeben, es muss nicht so sein. Ich denke schon, dass man Teile dieser Gedanken hier tatsächlich umsetzen konnten. Einmal ist ein Neubau auf der grünen Wiese, das heißt, die Gedanken konnten wirklich greifen. Das Haus ist lichtdurchflutet, das Haus ist wie ein, ja, vielleicht extrem gesagt, ein Gesundheitssupermarkt. Aha, es hat eine Mall, die Praxen sozusagen sind die Shops dran, die Hotels sehen wir da drüben. Das heißt, da sind die Bettenhäuser, da werde ich gesund. Die Psychiatrie ist eingebaut in diese Klinge. War ein besonderes Konzept für die Psychiatrie nötig? Oder ist das, was habt ihr da gemacht? Ich glaube, das war sehr wichtig, dass das Krankenhaus von außen gleich aussieht für die psychisch Kranken und für die allgemeine Medizin. Ja. Ja. Und das war, glaube ich, das Wichtigste. Innen ist es behütet, also wie ein Kreis, also sozusagen wie das also Geschützte der Mutterbauch. Ja. Nochmal, geschützt wie? Im Mutterbauch sozusagen das Konkon, also oder die Spinne, die das macht. Ja. Und es ist alles nach innen gerichtet. Mit Hilfe der Architektur findet der Forschungsreisende in der Psychiatrie eine gute Orientierung. Kann er sich aber noch zurechtfinden, wenn die Reise weiter ins Innere, bis auf den Grund kranker Seelen führt? Göttingen, Universitätsklinikum für Psychiatrie, Schlaflabor. Die Elektroden, die dieser Patientin an Stirn und Schläfen geklebt werden, messen die Stärke der elektrischen Spannung. Die zeitliche Veränderung dieser Spannung rührt von den unterschiedlichen elektrischen Strömen her, die jene Teile des Gehirns durchfluten, die besonders aktiv sind. Starke Gefühle, konzentrierte Gedanken und intensive Sinneseindrücke sind meistens mit stärkeren Strömen verbunden. Doch auch der Schlaf bedeutet für das Hirn keineswegs, dass es nun abschalten darf. Wohl beschert die nächtliche Ruhe Phasen tiefster Entspannung. Zusammen mit Träumen und leichten Schlafphasen entsteht indessen ein sehr lebhaftes Muster. Die Experten können daraus zwar keine Gedanken lesen, sie können aber präzise feststellen, ob der Schläfer einen gesunden Schlaf schläft oder ob er krank ist. Seelisch krank. Die Gehirnstrommessung hilft sogar, verschiedene Erkrankungen zu unterscheiden und die Wirkung von Medikamenten abzuschätzen. Ja, also hier ist sehr schön zu sehen, wie Olanzapin doch den Tiefschlafanteil vermehrt hat, also ganz ausgeprägter hier würde man. Trotz solcher relativ detaillierter Einsichten in die Physiologie der Seele ist der Kern ihres Wesens noch verborgen.
die tiefen Ursachen ihrer Leiden unerforscht. Das eine, was sicherlich immer wieder notwendig ist und wo wir noch weiter dran arbeiten, ist, dass wir nachschauen, wie die Medikamente eigentlich wirken. Bei vielen Medikamenten haben wir das noch gar nicht richtig verstanden. Und ein zweites Gebiet, was mich speziell interessiert, ist die Frage, wie psychische Belastungen sich auswirken auf den Krankheitsprozess. Also oft werden Patienten krank und bekommen eine psychische Erkrankung, nachdem im Vorfeld eine schwere seelische Belastung stattgefunden hat. Und möglicherweise werden Patienten auch gar nicht wieder richtig gesund oder der therapeutische Prozess gelingt nur sehr schwer, wenn es nicht gelingt, diesen Patienten wieder Mut zu geben in den Beziehungen. Das Gehirn ist ein soziales Organ. Ob es liebt, ob es hasst, ob es Freude, Trauer, Enttäuschung oder Sehnsucht empfindet, nahezu all seine Regungen und Überlegungen sind auf andere Menschen bezogen. Auch dann, wenn psychische Erkrankungen genetisch vorgegeben oder durch organische Veränderungen verursacht sind, werden sie fast immer von zwischenmenschlichen Krisen ausgelöst. Umgekehrt kann eine kranke Seele nur dann genesen, wenn sie neue Beziehungen aufbauen kann. Und dazu braucht sie neben den geeigneten Medikamenten und Therapien auch Verständnis, Vertrauen und Zuversicht. Es ist in den letzten Jahren einfach auch deutlich geworden, dass sich die gesamte Entwicklung unseres Hirns während der Kindheit und auch später in der Sozialisation strukturiert anhand von Beziehungserfahrungen. Fast alles, was wir können, was wir gelernt haben, was uns gewissermaßen auch als Persönlichkeit ausmacht, ist ja nicht von alleine ins Hirn gekommen und ist auch nicht durch genetische Programme festgelegt, sondern das, was wirklich spannend an uns ist das, was wir im Laufe unseres Lebens an Erfahrungen gesammelt haben. Und die wichtigsten Erfahrungen, die wir machen, machen wir immer in der Beziehung zu anderen Menschen. Wir könnten gar nicht sprechen. Wir könnten möglicherweise gar nicht mal aufrecht gehen, wenn da nicht andere da gewesen wären, die uns das in der Beziehung gezeigt haben, wie das geht. Die Geister, die dieser Patient niemals gerufen hat, sind gegangen. Es kann sein, dass sie sich wieder melden und erneut mit Medikamenten und Psychotherapien zum Schweigen gebracht werden müssen. Es besteht aber auch Hoffnung, dass sie für immer verschwunden sind, weil sie im Geflecht neuer zwischenmenschlicher Beziehungen keinen Zugang mehr finden. Hallo. Hallihallo. Ich habe hier was für Sie. Herr Leonard. Ich war mal 1,5 Jahre im LKH, 2,5 Jahre in Nienburg. Keiner hat es geschafft. Sie waren ganz einfach die Besten. Und deswegen kriegt der Weniger, der Oberarzt, einen Oscar. Vielen Dank. Schön. Einmal für den besten Stationsarzt. Und dann möchte ich mich nochmal beim Pflegepersonal bedanken, was sehr nett und immer freundlich war. Und ich werde morgen gehen.